Ja, hallo, wir sind hier jetzt bei 3T mit dem neuen Strada und ja, dem Konstrukteur und Mann hinter dem Rad, Gérard Frohm, der das Rad entwickelt hat. Es ist das erste Straßenrad seit ein paar Jahren, das du wieder gemacht hast. Ja. Genau, ziemlich revolutionär. Wir haben einige Features, die wirklich neu sind am Rennrad. Und wäre ganz cool, wenn du uns einfach mal kurz das Rad erklären könntest mit den Features vorne an der Fundigabel angefangen. Ja, ich denke, am Anfang war wirklich die größere Reifenbreite. Das ist eigentlich, wir denken, dass Komfort immer wichtiger wird. Und also wir haben angefangen mit dem größeren Breitrahmen und dann das ganze aerodynamische Konzept darum herum entwickelt. Und nicht, normalerweise wird natürlich alles für Aerodynamik ganz schmal gehalten. Mhm. Und wenn man dann größere Reifen einbaut, dann funktioniert es aerodynamisch nicht mehr. Und wir haben es alles umgedreht, zuerst die große Reifen und dann alles rumgebaut. Und man kann sehen, dass der Gabel also sehr genau am Reifen innen anpasst. Ja. Das Aerodynamik ist eigentlich am besten so. Man kann sehen, dass der Rahmen ist nur für Scheibenbremse konzipiert, nicht als eine Kombination aus Scheiben und Felgebremse, was jetzt üblich ist, weil die Industrie auch nicht weiß, wo es lang geht. Aber wenn man das so macht, dass man nur konzipiert für Scheibenbremse, kann man eigentlich alles sehr viel besser perfektionieren. Zum Beispiel, wenn man die Krone hier sieht, die gibt es eigentlich fast nicht, weil man schon super weiß, also wenn man das kombiniert mit Felgenbremse, muss man hier ein großes Stück haben, dass man die Bremse montieren kann. Braucht man also nicht. Also die Krone ist eigentlich im Lager hineingezogen. Und aerodynamisch ist viel besser, als dass man da eine große Fläche hat. Sehr cool, auch wie ihr hier unten die Bremse eingebaut habt. Genauso, da also alles ist integriert. Auch wieder, weil wir nur eine Version bauen, nur Scheibenbremse. Und das Einzige, das noch wirklich noch da nicht integriert ist, ist der Bremse selber, weil der natürlich die Kühlung braucht von der Luft und alles. Ja. Aber sonst sind alle Adaptoren und alles sind integriert. Spaltmaße sind dadurch echt auch super kompakt gehalten, weniger Luftverwirbelung dadurch? Ja, genau. Also man kennt das schon natürlich vom Zeitfahrmaschinen. Und so wie man das gewöhnt ist am Hinterreifen, hat man das auch hier bei der Vorderreife. Also und das sorgt dafür, dass die Strömung besser vom Vorderrad sofort ins Rahmen weitergeleitet werden kann. Und natürlich dann das auffälligste Merkmal am Rahmen selbst. Wo ist die Möglichkeit, den Umwerfer zu befestigen? Ja, uns hat die Zeit gefehlt, das auch noch zu entwerfen, haben wir uns das mal gespart. Ja, also das ist das ganze Idee von der Aerodynamik, dass eigentlich alles ist schon in den letzten 20 Jahren schon versucht, aber der Antrieb ist eigentlich immer genau gleich geblieben. Man hat nie wirklich dran sich mal angeschaut, ob man da was ändern kann. Und ich habe schon vor 10 Jahren gedacht, also einfach wäre super, aber so vor 10 Jahren war es noch achtfach hinten und da kann man mit einer einfachen oder die Stufen sind zu groß oder der Bandbreite ist nicht da. Und da habe ich schon gedacht, also wenn man 11 hat, dann kann man das schon machen. Und natürlich mit 11 hat SRAM dann diese Gruppe entwickelt, aber eigentlich insbesondere für Cross und Gravel und alles und nicht wirklich für die Straße. Aber ich sage, okay, wir bauen das jetzt auch für die Straße. Und eigentlich das einzige Problem war, dass bei der Kassette hat man noch wir haben ein paar Straßenkassetten, aber die sind für zweifach und der Bandbreite ist nicht genug groß. Und für Gravel sind eigentlich die Stufen zu groß. Genau, das heißt, da haben wir also deshalb unsere eigene Kassette entworfen, der für die ersten fünf, wie heißen die auf Deutsch? Ritzel. Ritzel, genau, Ritzel. Also die ersten fünf Ritzel sind alle mit einem Zahn größer vergrößert. Mhm. Und man kann also sehen, dass die Stufen sind klein und desto trotz ist das totale Bereich doch groß. Also man kann sehen, dass die letzte Stufe ist sehr groß, aber wenn man schon im Problem ist mit Klettern, dann ist es nie genug groß. Also es kostet, dass die letzte Stufe groß ist. Und wir haben also einen 9,32. Das heißt, dass also die Bandbreite ist genug groß für eigentlich jeder Mann, um damit zu fahren. Aber die Stufen sind trotzdem sehr klein. Ihr habt zwei Versionen von der Kassette gemacht. Genau. Das ist jetzt die Bailout, wo wirklich hinten dann ein recht großer Sprung ist aufs 32er. Genau. Es gibt dann noch die Overdrive, die gleichmäßiger abgestuft ist. Ja, also die hat hier noch einen Ritzel dazwischen. Genau. Der hat also für den Klettern dann sehr, sehr schöne kleine Stufen. Mhm. Der fährt dann aber den 10. Also der hat hier einen großen Sprung vom ersten auf den zweiten Ritzel. Also der erste Ritzel ist wirklich ein Overdrive. Deshalb heißt es auch so. Also wenn man da in der runterfährt oder so, man kann dann wirklich lange mit
mittreten und dann hat man auch danach also einen bisschen flacheren Ablauf. Aber der Range ist gleich. Weil eigentlich für jeder, ob man jetzt ein normaler Mensch ist oder Chris Froome, den Bereich, den man braucht, ist eigentlich gleich. Nur wo dieser Bereich sich befinden soll, ist ein bisschen anders. Aber das ändert man. Genau. Mit einem 38er Blatt oder so kommt man, glaube ich. Ja, 36 ist es ungefähr so wie kompakt. Und dann 40 ist normal und 44 ist so Profifahrer. Okay. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, würde ich sagen, vielen Dank für die Vorstellung von dem Rad. Ja, traumhaft schönes Rad. Ich durfte es selbst schon fahren und es macht wirklich einen Heidenspaß. Ja, vielen Dank. Gerne, Sir. Danke. Ciao. Don't stop. For real. Yeah. Yeah.